Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Amen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Griechenland-Urlaub war. Ist ja ein wunderschönes Land, dessen Kultur uns bis heute ganz stark prägt, auch wenn man vieles nicht wahrhaben wollte. Und vor ein paar Jahren, da hatten wir die Euro-Krise und da wurde sich ja viel über Griechenland lustig gemacht. Auch ein bisschen fies und zu Unrecht, da wurde gesagt, ja, warum sind die griechischen Schüler so gut in Mathe? Sie können besonders gut mit Minus rechnen zum Beispiel, ne? Das war damals natürlich eine völlig falsche Stimmung und verkennt die großen Leistungen, die dieses Volk über die Jahrtausende gebracht hat. Nur allein, dass sie jahrhundertelang unter osmanischer Herrschaft gelebt haben und trotzdem ihre Sprache, Kultur und den Glauben erhalten haben. Oft die Mönche geheim die Schüler unterrichtet haben. Aber das antike Griechenland hat mit seiner Philosophie weite Grundlagen unserer abendländischen Kultur gelegt. Brauchen wir nur die Demokratie zu nennen, die war ganz viele Jahrtausende dazwischen oder zwei Jahrtausende dazwischen out, jetzt ist sie total in, sie kommt von dort. Aber die alten Griechen haben eine Menge entwickelt und der Menschheit geschenkt, Weltkarten, Karten des Planetensystems, aber auch praktische Dinge wie Dampfmaschinen und Wasserpumpen gab es schon und natürlich ganz bekannt den Goldtest, wie man eine Goldlegierung rausbekommt, ob es wirklich reines Gold ist oder ob da noch Silber oder was anderes untergemischt ist. Und auch die Dichtung, ne, da haben sie Standards gesetzt, schon vor 2800 Jahren, Homer mit seiner Ilias und Odyssee, fragt neulich eine Schülerin, dann nennen wir mal einen berühmten griechischen Dichter, der Antike, sagt ein Schüler, na Achilles, Achilles ist doch kein Dichter, ich dachte, er ist durch seine Verse bekannt. Ne? Die Griechen, die waren vor allem, das war die Hauptdisziplin, Philosophen. Die Frage nach dem Sinn des Lebens und wo kommt alles her und wo geht's hin, das haben sie sich gestellt. Sie glaubten an viele Götter, aber die Philosophie stellte sich die Frage, gibt es überhaupt die Götter, gibt es vielleicht keine Götter oder gibt es doch einen Gott vielleicht nur? Das waren die Geisteskapazitäten, die sich diese Fragen stellten. Und in diese Kultur hinein, in diese griechische Kultur hinein, wird das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, das erste Mal verkündigt. Der Apostel Paulus, der durchzog den ganzen östlichen Mittelmeerraum und gründete da, wo es ging, in den großen Städten, kleine christliche Gemeinden. Und Griechisch wurde nicht nur in Griechenland, im heutigen gesprochen, sondern selbst in Israel, in Palästina, war Griechisch, ja, was heute Englisch ist sozusagen, das ist eine Kommunikationssprache. Und selbst die Hälfte der Bevölkerung von Rom hat Griechisch gesprochen und die andere nur Romanisch, Latein. Das war der ganze griechische Sprachraum und den nutzte Paulus, um das Evangelium zu verkünden. Und mittendrin lag die Stadt Korinth, eine florierende Hafenstadt und hier hatte Paulus auch eine Gemeinde gegründet und zwei Briefe an diese Gemeinde sind uns überliefert und der Predigttext steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, 1 bis 5. Paulus schreibt, auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Ich habe die Predigt überschrieben, wie kann ich Gott richtig erkennen? Erstens nicht durch Rhetorik, zweitens nicht durch Weisheit oder Wissenschaft, sondern drittens in Jesus Christus und zwar dem Gekreuzigten. Wie kann ich Gott richtig erkennen? Die Griechen, die liebten eben nicht nur die Weisheit, also sie liebten die Weisheit, die Sophia, sie waren Philosophen. Aber nicht nur das,
sondern sie hatten auch eine Lehre entwickelt, wie man sie gut verkauft, nämlich die Rhetorik. Das war im griechischen Kulturraum entstanden. Rhetorik, da sollte man lernen, wie man die eigene Meinung überzeugend vermittelt. Bei uns genießt die Rhetorik einen ganz schlechten Ruf, so wie Volksgesang eben durchs Dritte Reich, ne, weil Goebbels ja ein Meister der Rhetorik war und sie missbrauchte. Aber stellt euch vor, ihr seid angeklagt und unschuldig, ihr kommt vor Gericht und euer Anwalt, der ist so schlecht, dass die Richter sagen, ja, das, also der kriegt die Argumente nicht rüber und die Gegenseite hat so einen brillanten Redner und ihr verliert. Dann nützt es ja auch nicht, dass man Recht hat. Man muss ja auch Recht bekommen. Das lernte man in der Rhetorik, in den Schulen, die es damals gab. Und genau diese Kunst des Überzeugens meint Paulus hier, wenn er redet, ich kam nicht zu euch mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Ein guter Rhetoriker, zum Beispiel, um das zu vergleichen, unserer heutigen Zeit, ist Gregor Gysi. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns hier nicht überzeugte Kommunisten sind, aber muss auch zugeben, wenn man Gregor Gysi zuhört, mal so heimlich ein Video guckt, denkt man da oft, also es ist angenehm, ihm zuzuhören, danach denkt man, Mensch, eigentlich hat er doch recht. Ne? So, und das wirkt, und das ist die Kunst von guter Rhetorik, das wirkt total natürlich. Ne? Überhaupt nicht gekünstelt, der redet so, als ob er sich null drauf vorbereitet hätte. Es gibt aber Analysevideos, also von Rhetorikschulen über Gregor Gysi, und das ist natürlich total ausgewufft und gekonnt, wie er das macht. Ne? Und er kann eben Leute dazu bringen, die Linken zu wählen, die das sonst nie machen würden, ne? Weil er so gut, und das ist sozusagen die Kunst des Überzeugens, seine Sachen da so zu vermitteln. Ne? Er hat natürlich hat nie ein Regierungsamt inne gehabt, wo er mal Baubürgermeister in Berlin war oder irgendwas, Verkehr, hat er sich gleich die Sache hingeschmissen. Egal. Und Paulus erinnert die Korinther, wie er die Gemeinde gegründet hat und wie er Zeugnis von Jesus gegeben hat. Und da sagt er, ich habe doch keine ausgefeilte Rhetorik verwendet, um den christlichen Glauben bei euch zu verkündigen. Denn niemand kann durch eine gute Rede von der Existenz Gottes überzeugt werden. Die Menschen, die können zwar emotional bewegt werden und vielleicht Entscheidungen treffen, aber durch die Kunst einer Rede kann noch niemand zum Glauben an Gott kommen. Wenn er sagt, und mein Wort und meine Predigten geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Paulus, der redet vom Erweis des Geistes und der Kraft. Und damit meint er, dass Predigt, in der Predigt und im Gottesdienst Gottes Geist spürbar sein müssen. Er sagt, ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und im großen Zittern. Und das, denke ich, merkt ihr auch. Man spürt im Redner sofort ab, kann er das gut? Ist das eine gute Show, die er bringt? Oder ist er wirklich ergriffen und überzeugt von dem, was er sagt? Und jemand, der stotternd und zitternd eine Sache vorträgt, wenn die trifft, kann viel wirksamer sein als jemand, der eine gedrechselte und geschwungene und perfekte Rede hält. Erweisung des Geistes und der Kraft. Das heißt, in der Gemeinde ist die Gegenwart Gottes spürbar. Es wird gebetet, Menschen wird geholfen, Menschen kehren um. Das ist das, was wirkt und nicht menschliche Redekunst. Und zweitens, du kannst Gott auch nicht finden durch Weisheit und Wissenschaft. Christen sollen nicht wissenschaftsfeindlich sein. Das ist in unserer Zeit ja wieder sehr aktuell. Aber man muss auch sagen, sie waren es auch größtenteils in der Geschichte nicht. Es ist ja wohl kein Zufall, auch wenn manche das behaupten, dass die Wissenschaft sich in den letzten 1000 Jahren im christlichen Abendland entwickelt hat und nicht in der islamischen Welt und nicht in China. Die holen jetzt massiv auf, ist auch ihr gutes Recht, aber bei uns kommt es her. Und ich sage das auch immer den Konformanten, ihr sollt euch in allen Fächern gut auskennen, auch gerade in Naturwissenschaften. Es ist doch ein großes Zeugnis, wenn die Christen da Ahnung haben, auch wenn sie vielleicht manche Dinge anders sehen. Und stellt euch vor, eine Lehrerin, und das soll es gegeben haben bei uns in der Gegend, wenn die sagt, behinderte Kinder, die sollten gar nicht erst auf die Welt kommen. Und wenn sich dann der Klassenbeste meldet und sagt, doch, auch sie sind Gottes Ebenbilder, und werden genauso geliebt. Na, und es ist wichtig, sich in den Naturwissenschaften auszukennen. Und es gibt immer natürlich schon in
das Verhältnis Glaube-Naturwissenschaft ist spannungsreich. Ne? Das ist, geht nicht alles glatt auf und so. Und deswegen rede ich auch mit den Konfirmanden, wie ist die Welt entstanden? Ne? Also was sagt die heutige Wissenschaft? Urknalltheorie, Evolutionstheorie. Und man kann denkerisch viele Probleme im Glauben ausräumen. Ne? Das hat in der Geschichte, also war es vor allem die Philosophie, die da vorne stand, höchstens mehr die Naturwissenschaften. Und christliche Theologen haben immer unternommen, in der aktuellen Philosophie den christlichen Glauben zu formulieren. Und das ist auch gut. Selbst der Physiker Werner Heisenberg, der sagt, na, weil viele sagen, ja, Naturwissenschaft und Glaube an einen Gott, der irgendwie wirken kann, das schließt sich aus. Und der Heisenberg hat gesagt, der erste Schluck aus dem Glas der Wissenschaft macht zu einem Atheisten. Aber am Boden dieses Glases wartet auf sie Gott. Na, aber auch wenn das bei manchen Naturwissenschaftlern so ist, dass sie darüber zu Gott finden, sind es doch meistens die großen Kapazitäten, die wirklich tief in die Naturgesetze hineinschauen. Dass Menschen darüber zum Glauben kommen, ist doch eher die Ausnahme, ist doch nicht der normale Weg. Na, maximal kann es einsichtig machen, dass der Glaube nicht unvernünftig, sondern vernünftig ist. Aber drittens, du kannst zu Gott kommen und Gott erkennen durch Jesus Christus, den Gekreuzigten. Die Bibel, die ist davon überzeugt, dass Gott sich der ganzen Menschheit durch seinen Gesandten, durch einen Messias zu erkennen gibt. Da ist das Alte Testament schon ganz klar. Bis an die Enden der Erde, bis zu den Inseln werden sie nach Gott fragen. Und das war ein ganz kleines Volk, was mittendrin stand. Geografisch ist ja Israel genau der Schnittpunkt zwischen den drei alten Kontinenten. Amerika ist da noch so dazu gerechnet, aber für die Mission ideal gelegen. Ansonsten macht es keinen Sinn, warum dort Israel das Land hat. Und durch den Messias von Israel, durch Jesus Christus, sollen alle Menschen Gott erkennen. Jesus genießt einen guten Ruf unter vielen Menschen als guter Zeitgenosse, als charakterliche Persönlichkeit, als Weisheitslehrer oder sogar als Heiler bei vielen Esoterikern. Das ist richtig. Aber Paulus, dem geht es nicht irgendwie um Jesus, sondern er sagt, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Allein der Gekreuzigte ist es, wo wir Gott erkennen können. Das ist der Ort, an dem der Schöpfer, der Gott Israels, sich finden lassen will. Und warum? Weil Gott erkennen nichts Neutrales ist. Es geht nicht darum, dass ich die Welt anschaue, ganz neutral und sage, ja, gibt es einen Gott oder nicht, und dann ich finde es zwar einleuchtender, sondern das macht was mit mir. Wenn ich zugebe, dass es einen Schöpfer gibt, bin ich dem auch Rechenschaft schuldig und auch meine Fehler gehören vor diesen Gott und ich muss damit umgehen. Und das ist das, was die Botschaft von Jesus Christus ausmacht. Wenn ich auf das Kreuz sehe, dann kann ich nicht neutral davor stehen, sondern dann merke ich, wie wenig ich Gott entspreche und merke meine eigene Schuld, merke, dass ich Vergebung brauche. Wenn es einen Schöpfer gibt, dann gibt es richtiges und falsches Handeln und das hat Konsequenzen im Hier und Jetzt, kriegen wir manchmal ein Knöllchen oder sowas, das ist das eine. Aber das Entscheidende ist, dass also diese negativen Konsequenzen unserer Taten, dass die auch nach dem Tod weiter bestehen und uns von Gott trennen. Und damit sie uns eben nicht von Gott trennen, hat Jesus Christus am Kreuz diese Schuld auf sich genommen. Das ist das Wunderbare, das ist das Evangelium. Am Kreuz tauscht Christus deine persönliche Schuld und Sünde gegen seine Gerechtigkeit. Und das ist, wo wir Gott erkennen können. Aber das ist natürlich ein Wagnis, wo ich mich darauf einlassen muss. Da komme ich in die Tiefen der Gottheit, wie Paulus schreibt im Kolosserbrief. Jesus Christus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und dazu kann ich euch nur auffordern, es ist eine alte christliche Tradition, auf das Kreuz zu schauen, aber auch in der stillen Andacht die Augen zu schließen und Jesus Christus am Kreuz zu sehen. Dort offenbart sich Gott. Dort, wo dieses Kreuz gepredigt wird, zum Schuld, Vergebung und Buße, dort können wir die Erweisung des Geistes und der Kraft erfahren. Luther sagt es so, wo Vergebung ist, da ist lauter Freude und Leben. Das gebe Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, uns allen, dass wir ihn nicht erkennen durch Rhetorik oder durch Wissenschaft, sondern durch Jesus Christus, den Gekreuzigten. Amen.